So, dann willkommen zurück bei The Forest. Ich gehe jetzt gemütlich wieder nach Hause. Ich wollte eigentlich bei der letzten Folge dies eine Lager suchen, wo es so gelbe Kästchen gab, wo auch so moderne Pfeile drin sind. Aber Ängste, ich finde einen Scheiß. Stattdessen Ui. habe ich aber beim Haupteinwohnerdorf ein paar Dosen mitgenommen als Trost. Das ist zwar hinschmeißt und dann. Kann ich da eigentlich nicht so Kräuterli kaufen, damit kaufen, essen, damit die Ausdauer wieder voll geht? Scheiß dein Bergwand. Was ist? Nix. Hey Kumpel, bist du alleine? Ja, hallo. Ich hab dich erlöst von deinem Elend. Sieht schon krass aus mit der weißen Bemalung. Ich nehme mal deinen Kopf mit. Als Trophäe. Regenbogen. Wo denn auch, du Lügner? Ich bezeichne dich jetzt mittlerweile nur noch als Lügner. Warum? Weil du mich ständig anlügst und ich habe das Feuer vergessen. Verdammte Scheiße. Dann werde ich hier mal kurz anhalten und nach dem Feuer gucken. Bis gleich. So, Sekunde, bin gleich wieder da und da bin ich wieder. Also, ihr könnt ja vorspulen. Ich mache da jetzt nicht, ich mache da jetzt keinen großen Rambazamba draus. Mann, ich habe von dem Holz hart an die Finger gekriegt. Es fühlt sich jetzt voll kacke und klebrig an. Vor allem den kann man Harz nicht wegspülen oder mit Wasser wegmachen. War hier nicht irgendwo so eine Unterwasserhöhle? Fällt mir gerade mal ein. Weil da hinten war das Cockpit und hier hat man irgendwann mal irgendwo hier zwischendrin so eine Unterwassereingang gemacht. Ja, genau hier. Hier. Bin ich auch mal gespannt, wo es da reingeht. Mach ich gleich mal ein Fähnchen hin. So. Es wird dunkel, Mann, es wird dunkel. Da ist auch wieder ein Höhleneingang, aber da weiß ich, zu was die Höhleneingang führt. Das ist nämlich der Ausgang von der einen Kletteraxt oder da wo da hinten war, egal. Auf jeden Fall geht es da Richtung Kletteraxt.
Das weiß ich noch. Am Ende liege ich falsch, aber das ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall kenne ich das noch von früher. Weil ich spiele ja nicht faul ist. Das erste Mal. Ich kenne es immer noch auswendig. Das kann mir keiner verübeln. Ich habe es schon so oft durchgespielt, privat und jetzt hier auch wieder im Let's Play. Ich habe gleich nach Hause gefunden, Philipp. Ich bin gleich da. Normal bei Nacht müssten die mich eigentlich ja nicht sehen können. Tschüss. Das Handy, die haben so eine Art Nachtsicht. Nicht so Nachtsichtgeräte, aber können halt im Dunkeln sehen, so wie die nachtaktiven Tiere, damit die sich ein bisschen angepasst haben. Mir ist kalt. Da sehe ich aber nichts an den Zeiten, dass mir kalt wäre. Okay, unter Wasser sehe ich einen Scheiß. Zu dir kommen Ureinwohner, Philipp. Ich sehe da ein Leuchten im Wald. Anfangen. Oh, hallo Krokodil. Schon blöd, dass ich den Außenposten hier gemacht habe und dann das Tor so 3 Meter weiter weg. Aber hier sieht es eigentlich gar nicht so weit aus. Oh ja, egal. Ich habe Hunger, ich mache mir jetzt was zu essen, aber dazu gehe ich jetzt rein. Sollen wir nicht dazu zu schlafen? Stimmt, der Arsch reicht. Dann tue ich halt erstmal das Feuer anheizen, damit wir warm in der Bude haben und dann abschlafen. Und dann werde ich am nächsten Morgen verhungert im Bett liegen. Jetzt. Ich mache richtig 2 solche fett hinklatschen und der Rest tue ich aufhängen. Ey Junge, ist das jetzt nicht Ihr Ernst? Mach den scheiß Fuß weg. Ich leg den hier zum Grillen auf, damit du den essen kannst. Lecker gegessen. Schade, dass man eigentlich die Rüstung nicht wieder ablegen kann von hier. Aber egal.
Das dann noch ausprobieren und was wollte ich dann jetzt noch? Eine Kleinigkeit trinken. Ah, das ist ja neu, dass das jetzt angezeigt wird. Leertaste und dann Pfeilmaus. Verwende den Schildkrötenpanzer als Schlitten. Ja, das weiß ich. Nochmal, Wenn du nochmal. guck mal bei mir zu. Nein, nein, gleich, noch, gleich, gleich, gleich. Ich will nochmal, einmal, einmal, einmal noch, einmal noch, einmal noch. Ja, guck mal. Ja. Ui. Sieht schon krass aus. Okay, jetzt aber noch das letzte Mal. Und dann geht's, hören wir aber auf. Bisschen länger mehr Spaß. Ja, da kann man voll Spaß machen. Ui. 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 Es wäre geil, wenn man von da oben irgendwie das runterbauen könnte. Ui. Nochmal. Ja, jetzt haben wir hier unsere kleine Rutsche. Wie nennt sich das da? Das nennt man schon Protokolltransport. Protokolltransport? Warum haben die so einen komplizierten Namen gegeben für einen Protokolltransport? Naja, was soll's. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah ja, genau, ins Schneegebiet latschen. Kommst du mit? No. Warum nicht? Ah, die Rüstung wird dann. Ah, die komplette Mutantenrüstung wird dann abgelegt, wenn man den Kälteanzug anhat. Also habe ich jetzt schon ausgerüstet, gell? Guck mich mal an. Ich tue es mal kurz nochmal ablegen. Jetzt habe ich noch längere Rutsche gebaut. Voll cool. Und dann hier die Schuhe, die zieht er dann so an und das bleibt dann im Inventar. Ich bin da beim großen Ich Haupttor. Haupttor. habe ja die Mütze auf, fällt mir gerade auf. Ich weiß. Ja, da ist so ein Rehkopf an meiner rechten Brust, die schützt mein Herz. Oh ne, machst du bitte das Tür hinter mir zu? Viel Spaß, ich hab die Rüstung noch nicht. Ja, die Pfeile verschwinden, könnte es sein. Ach, jetzt sehe ich, das ist so dunkelbraun, die Rüstung. Ah, hör doch auf, mich zu erschrecken. Ich guck doch gerade auf die Rüstung. Oh, da ist ja noch mit dem Tennisschläger reingekommen. Für Tennis ist der Sport hier zu wildnishaft oder was auch immer, was ich da jetzt sagen könnte. Komm schon, du Sportskanone, leg dich mit einem anderen an. Ich muss was trinken. Dann trink doch was. Aber unser Wasserdings läuft das ja leer. Dann hast du ja einen Topf, gehst zum Teich und besorgst dir da was zu trinken. Ja, danke. Sorry Leute, ich habe was im Auge. Ah. Also die hauen ab, dann kann ich wieder rausgehen. Headshot, Bitch.
Hast du ja einmal komplett drin und da wolltest du nicht schöpfen. Kann eigentlich die Rüstung kaputt gehen? Das frage ich mich gerade noch. Ach da. Oh, ich hab dich gehört. Hallo. Und? Komm her, du Monster. Dem macht's Spaß, der lacht darüber. So. Ich glaube, ich lasse das Katana ausgerüstet. So. Jetzt dürfte es mich hier nicht kalt werden. Ich guck mal, ob die was hier verändert haben im Schneegebiet, ob die irgendwie so eine Höhle dazu gebaut haben oder sowas. Oder ob man da spezielle Easter Eggs finden kann. Kannst du nebenbei nach dem Feuer gucken, Philipp? Ah, hör doch auf zu lecken, du Arschloch. Entschuldigt, wenn ich so Kraftausdrücke ab und zu mal von mir gebe. Dann kann ich auch gleich noch was zum Trinken holen. Kannst du mir auch was zu trinken holen? Danke. Was hattest du? Dieses Multivitamin da. Oder ist nichts halt. Danke für deine Sneakers, danke für deine Cola. Könnt ihr auch mal da drin so, wie heißen die Pfeile? Könnt ihr da drin auch mal diese modernen Pfeile reinklatschen, bitte? Und nicht immer nur diese scheiß Flareguns, wo man überall finden kann. Ah, hier genauso. Danke fürs Geld. Als Entschädigung, danke. Der ist eigentlich der gleiche Typ wie hier. Also bevor ihr... Was hat denn der in seinem Schlitz? Ach so, so ein... Ah, da ist auch noch mal Geld. Oh, Medizin! Danke, mein Lieber! Tippi, die sind von da irgendwie runtergeflogen. Dieser Gesichtsausdruck da von dem da. Und der würde noch sein Getränk zu sich nehmen und so ein Sneakers. Und dann ist er irgendwie erfroren oder so. Naja, ich guck weiter. Es wäre irgendwie krass, wenn die hier im Schneegebiet so Ureinwohner reinmachen, wo angezogen sind, so in Wärmeklamotten, weil die laufen ja da nackt rum und die müssten ja eigentlich da erfrieren. Danke, Philipp. Aber das mit den Schneehasen hier ist geil. Das feiere ich richtig. Und so großartig Neues gibt es hier noch nichts, wie es noch nicht, wie es aussieht. Wenn du ein Feuer ein Holz drauf machst, dann bitte kein so ein großer Fetter. Ja, okay, dann tu es zuerst drehen. Schade, dass es hier irgendwie gar nichts zu erforschen gibt, weil Schneegebiet, da braucht man ja jetzt mittlerweile die Schneerüstung, sage ich jetzt mal dazu. Da sollten sie schon ein bisschen mehr bieten als diese toten Leichen da oben.
Wie war das? So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ja, weiterbauen, da meine ich. Größere Kutsche. Wo mehr Spaß hat. Und ich glaube, da hinten hört es dann jetzt auf. Dann kann ich wieder zurücklaufen und auf der anderen Seite weiter gucken. Also wenn man dann, wenn ich kein Luft mehr habe. Obwohl, wenn ich doch duschen gehe und irgendwie drin bleibe, dann kann ich ja ohne mich weiter zurückkommen. Da werde ich im Bahnhof geschmissen. Also ist das das und zweitens... Also ich spiele jetzt nur bis um halb noch mit dir TV was und dann gehe ich duschen und dann zocke ich was anderes. Okay. Ich will noch ein bisschen vorfallen, aber da zocken. Ah ja, genau, da hast du ja was gesagt. Wir sind jetzt welche und ich bin komplett alleine. Du hast ja die Mauer als Schutz. Ich bin allein im Haus. Ja, dachte ich mir schon. Ich bin allein im Haus. Renn bitte weg, danke. Oh. Da bin ich doch vorhin vorbeigelaufen. Die Höhle von Kleben. Hallo. Krass, wie das so rausraucht. Na Gott, mal noch raucht. Was ist das jetzt für eine Klamottenrüstung? Ah, die Pilotenrüstung. Geil. Aber dann habe ich jetzt meine Wolfsrüstung nicht mehr. Ne, das war der Bademantel, wo er abgelegt hat. Lol. Die Rüstung behalte ich. Schwarzer Anzug behalte ich. Piloten Uniform. Hi. Jacken. Ach egal. Bademantel. Wolf T-Shirt. Was ist da ausrüsten und was ist das da? An Ausrüsten. Beinen. Also Leute, hier haben wir das Cockpit, da ist die Pistole, da sind die beiden Piloten und das, da ist TV-Stars irgendwas. Weil jetzt wäre es sogar nur die zweite. Krass hier gleich aus. Aber irgendwie unrealistisch, dass hier das Cockpit gelandet ist und da hinten irgendwo das Flugzeug. Ja, vielleicht ist es dann. Aber naja, das Cockpit ist ja als erstes abgekracht und dann sind wir da hinten irgendwo gelandet. Und Karte sieht das so aus. Also gut. Genau, und dann wird da hinten irgendwo diese. Bombe Nummer 1. In dem Fall. Und Feld Nummer 1. Dankeschön. Ja, sonst gehe ich jetzt einfach wieder zurück und wir machen wieder Schicht im Schacht. Weil ich glaube, so Besonderes gibt es jetzt hier nicht mehr zu finden. Sonst noch vielleicht auf der anderen Seite, aber das
glaube ich jetzt nicht, dass da noch was gibt. Eigentlich ich hier schon. Und das glaube ich nicht. Moderne Art aus, was also hier ist noch so ein Fluss da unten. Am Feld. Und ja. Dankeschön. Dankeschön. Wo einfach mal grün bleibt. Voll unlogisch. Hier Schnee, dann kurz wieder grün, dann wieder Schnee. Aber gut, ich bin ja eigentlich nicht zum Motzen hier. Wenn ich dran denke, die Folge wird dann wahrscheinlich heißen Erkunden des Schneegebiets oder sowas. Erkundungstour, sagen wir so. Weil mehr passiert eigentlich in der Folge gar nicht, so wie es aussieht. Naja, ich ziehe jetzt das da an. Hast du Bäume fern noch? Krass, wie die Adern auf einmal so blau geworden sind. So, ich bin jetzt der Piloten-Captain und der Piloten-Captain kehrt jetzt wieder nach Hause zurück. Fressen. Ich muss doch Hunger. Ich sehe mir einen wunderschönen durch. Schon mal ein paar Beeren essen, wenn sie gerade da sind. So. Eine Mini-Kutsche für Manuel oder eine große Kutsche für mich? So. Dann gehe ich jetzt rein, tu speichern und dann heißt Adios, Amigos. Ey, warte, ich tue gerade hier was essen, warte. Oh ja, genau, ich habe noch ein paar Knochen in dem Fall. Aber noch ein paar Stück. Und gespeichert. Ich habe schon zweimal. Noch was war's? Zweimal habe ich zweimal nicht besser. Was war's? Viermal nicht Real besser. Real TV-Stars Rave Dies. Okay. Wir waren einmal TV-Stars. Naja, gut. C. Und dann heißt's Tschüss.